Peace, ihr Marathonläufer, und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Ich wollte schon gerade 3 sagen. Ja, ich weiß gar nicht so recht, was wir zuletzt gemacht haben. Ich kann mich nur erinnern, dass die CPU rumgestreikt hat. Sie macht es jetzt wieder. Ich habe ein bisschen gelesen und so. Es gibt anscheinend ein paar mehr Leute, die damit Probleme haben, dass es sehr CPU-lastig läuft. Was ich total dämlich finde bei einem grafikintensiven Spiel, wenn man es doch eigentlich lieber über die GPU laufen lassen sollte. Zum größten Teil. Aber egal. Und es ist auch komisch, wenn ich hier hingucke, sind 60 FPS, sogar teilweise mehr. Wenn ich hier hingucke, 40. Ich frage mich manchmal, was das mit den Himmelsrichtungen zu tun hat. Ja, da ist auch 60 und da auch. Ist natürlich logisch. In die Richtung darf man nicht gucken. Da ist, ja, weißt du auch, ne? So, jetzt gehen wir mal hier rein und wir müssen immer noch Raider ausschalten für die da Intent Pines Bluff. Bluffy? Schnuffi? Randalier hier nicht schon wieder. Schab dich anders erzogen, mein Junge. Ja, komm mich nicht so an, Braunauge. Ich hab dich lieb, aber... Was? Okay, wir gehen da jetzt mal rein. Hiha, oh, hier ist ein bisschen staubig. Ich muss mal ein bisschen Staub wischen demnächst. Ich kann keinem zeigen. Oh, hallo. Ha, du da oben. Was? Yep, ich bin da. Hä? Hi, ha, hu, ha, ha, ha. Ich will den nicht aktivieren. Ich wollte ihn eigentlich öffnen. Mister. Okay, ich. Was soll der Scheiß? Ihr habt wegen nicht so einen Alarm gemacht. Na, nichts würde ich nicht sagen, ne? Also... Ich habe auch einige Tipps bekommen. Ich bin immer sehr dankbar für Tipps, weil ich gehe eigentlich immer davon aus, dass Fallout 4 genau wie Fallout 3 ist. Aber es ist wirklich schon ein paar Sachen, die anders sind. Und da ist das natürlich schon praktisch, wenn ihr mir ein paar Tipps gibt. Ich versuche sie zu beherzigen. Natürlich habe ich manchmal ein Erdnussgehirn, weswegen es wahrscheinlich nicht immer Anwendung finden wird. Oh, da hinten war wer. Das wird dein letzter Kampf, Kleine. Nö. Was soll denn? Komm her. Nö. Oh nee, doch nicht. Reiß ihn ins Bein. Du darfst nicht sterben. Warte aber. Mann am Boden, lass mich los. Ja, mach ihn fertig, mach ihn fertig. Mann, und geschlagen, du Drecksvieh. Oh, du bist ganz schön blutig, Doc Meat, das ist schön. Doc Meat, ist da noch mehr? Geht's dir gut? Ja, das dauert aber noch ein bisschen. Zum Beispiel wurde mir auch erzählt, das habe ich mir gemerkt, ich will dir jetzt drauf zeigen, aber da unten dieses Rote bei meiner TP, das heißt wohl, dass ich sehr radioaktiv bin. Na? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ach da, ja. So, jetzt soll es mir wohl besser gehen, würde ich mal behaupten. Und wir essen jetzt was, weil wir haben jetzt Zeit zu essen. Wir plappern wieder. Wie doof das mal für Leute klingen muss, die nicht wissen, dass ich Vögel habe. Da plappern sie wieder. In meinem Kopf. Bin ich jetzt schon wieder radioaktiv? Ich bin immer noch radioaktiv. Beziehungsweise, es geht runter. So ein Spielchen mit dir spielen, was? Ja, ich spiele gerne Spiele. Ich mache gerade ein Let's Play. Kannst du nachher angucken, wenn es fertig ist. Hui. Weg da. Und ich soll Keramik sammeln. Das habe ich mir gemerkt. Und sonst habe ich schon wieder ein bisschen was vergessen. Impro-Gewehr, Plastik... hallo. Zeig dich! Los, wenn du dich traust! Nö, nö, lass mal, ich habe Angst. Bin voll der Schisser. Huha, huhaha. Tada! Oh, da liegt schon jemand unterm Tisch. Du solltest besser abhauen. Warum denn? Ah, da war ich schon. Ich bin sehr konzentriert. Brap. Brap. Brap, brap, brap. Ein Klebeband, das habe ich schon immer gesucht. Wie soll ich denn ohne das Duct Tape überleben? Weg da!
Schick hier, ne? Da habe ich doch gerade reingeguckt. Also, ne, niemand. Ja, die kennen wir schon. Die Bekanntschaft haben wir schon gemacht. Da unten, da liegt wer. Ja, der ist vor Langeweile umgekommen. Hat wahrscheinlich... Oh, Keramikschale. Hat wahrscheinlich meine Displays geguckt. Ja, man muss auch mal über sich selber Schätze machen können. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich bin sehr schadenfroh. Ich lache mich echt kaputt, wenn irgendjemandem was passiert. Aber ich muss zugestehen, dass wenn mir selber Scheiße passiert, dass ich dann auch lache. Also, da bin ich fair. Ja, aber finde ich immer geil. Ich kann mich auch herrlich über mich selber amüsieren. Wenn ich einen Kack mache. Und das passiert sehr oft, weil ich teilweise recht tollpatschig bin. Aber nur teilweise. Also ich laufe mal gegen Türrahmen und sowas. Das ist bei mir, weiß ich nicht warum. Ich schätze das immer falsch ab. Hier war ich doch schon mal. Der Fahrstuhl kommt mir bekannt vor. Den habe ich schon mal getötet. Da, dem habe ich die ganzen Waffen geschenkt. Wo ist jetzt der letzte Halunke? Sturmfeuerzeug. Zigaretten sind nicht gut. Radioaktive Welt reicht schon, um sich zu vergiften. Wollen die nur Zigaretten nehmen, wenn er in den Racht stopfen muss? Ja, auch schon. Oder? Na ja, sicher. Wo ist denn der? Der will mich doch verarschen. Nee. Nee, komm, wir laufen. Komm, hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, renn in den Kopf, mein Kleiner. Du hast vier Beine. Huch, du kannst viel schneller laufen. Wo? Hier, wo? Hier, wo? War ich hier schon? Bin gerade ein wenig überfordert. Nur ein bisschen. Oh, ein Ofenhandschuh. Den nehme ich mit. Kann ich mir den anziehen? Dogmeat, guck mal, hier wurde Futter für dich. Nee, ist ein Katzenapf. Sorry, Dogmeat. Ist eine Katze. Wir müssen gucken, was hier so passiert. Zigarettenautomat. Hier war ich noch nicht. Die Musik gerade ist voll schön. Die ist gar nicht gruselig. Die ist voll schön. Die ist so... What? Warte, die müssen ausschalten. Alle dabei sein, nochmal frei sein. Ja, nochmal. Okay. Nee. Ich muss ganz kurz sein. Da ist ein Licht! Ich will nicht im Scheinwerfer nicht stehen! Ich mag das gar nicht! Nimm es weg von mir! Nimm es weg von mir! Ach komm, nimm mal mein Jaugeilfleisch. Da! Wo ist das Licht? Noch eine! In der Deckung, du Vollhorst! Mit was denn? Ich hab nichts! Kann ich bezahlen. Und da unten hat. Wie komisch die hinter der Deckung hängt. Ich geb dir jetzt die Gelegenheit, du kannst mal laufen, Uschi. Jetzt. Wie? Aber ich hab die Quest abgeschlossen, habt ihr das gesehen? Da tutet mir hier zu viel. Ich krieg noch Tinnitus. Jo, läuft bei mir. Oh. Na toll, hier hätte ich wahrscheinlich die blöde Kacke ausstellen können. Dann geht's mir auf den Sack. Wenn man ständig so ein Tuten im Ohr hat, das ist... Bäh. Das nervt einfach. Ich muss hier alles mitnehmen, was ich kann, weil... Vatikan. Weil... Ich sag euch gleich, warum.
du da oben auch Fresse halten angesagt. Und hier ist bestimmt auch noch einer. Ich kann Lichtquellen so schlecht ausmachen. Bin blind. Ich bin blind. Was gibt's denn hier Schönes? Kann man das mitnehmen? Das sieht aus, als wäre es für meine Powerrüstung zuträglich. Habe ich die schon ausgelootet? Ja, habe ich. Ihr wart doch so viele. Wo seid ihr denn jetzt alle hin? Immer diese Leichen, weißt du, die abhauen. Keinen von denen ist Verlass. Ach, da geht's raus. Ja, gut. Dich kennen wir auch schon. Oh. Oh. Ist ja auch zu Tode gelangweilt hier. Ich stehe im Weg. So, Konzentration, Jayla. Wo ist... Wo hast du überall Leute erschossen? Wir gehen ja mal hier hoch. Hier kommen wir bestimmt hoch. Nein, hier kommen wir auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Bin ich blind oder was? Hiha, huhaha. Da kommen wir nicht hoch. Das ist unmöglich. Ich kann doch nicht rüberspringen. Ich bin doch nicht He-Man. Hey, wie komme ich da hoch? So hilft mir doch. So hilft mir doch. Scheiß doch drauf. Scheiß doch drauf. Was ist denn hier? Kann man das essen? Kann man das kaputt machen? Aua, der hält mich auf. Da hält der mich einfach auf. Ne, ich bin überfragt, wie ich da hochkomme. Vielleicht hier laufen und dann springen, aber sorry, ist doch kein Jump'n'Run hier, oder? Seht ihr? Die Leiche ist runtergefallen. Doch, man kann laufen und dann springen. Mhm. Wahrscheinlich bin ich total blind und ihr sagt euch die, oder denkt euch die ganze Zeit schon, da ist doch die Trappe, du! Blinde Kuh. Nee. Nee. Ihr seid tot. Ich weiß, ihr seid alle tot. Komm ich da hoch. Da hängt doch noch einer, guck mal. Ich. Immer noch. Komm ich denn da hoch? Oh, der arme Rollstuhlfahrer. Er hat sich mit einem Besen verteidigen wollen, aber es hat nichts genützt. Dogmeat. Befehl, komm mal her. Hey. Ja. Wie geht's dir, Kumpel? Gut, ne? Holen. Hey, Junge. Kannst du was... Gegner. Na, böse Jungs in der Nähe, Kumpel? Ja, zeig mir mal, wo es lang geht zu dem Typen. Jetzt sag nicht, da ist... Blöder Hund. Ich dachte, du bist jetzt intelligenter. Ich dich zu früh gelobt, ne? Ich will doch... Wie komme ich da? Wahrscheinlich... Ach, wahrscheinlich ganz woanders lang. Vielleicht irgendwo... Scheiße. Achso, warte. Die hat nichts. Nehmen wir mit. Wie seid ihr denn da runtergekommen? Und wie komme ich da hoch zum Teufel? Wartet mal. Ich mache das jetzt mal ohne Laufen, obwohl ich mir das natürlich sehr unrealistisch vorstelle, dass ich so weit springen kann. Aber mit Laufen müsste das klappen. Da! Dafür brauche ich bestimmt die Powerrüstung, Leute. Okay, wir laufen. Wir laufen und springen! Nein! Die sind doch da auch irgendwie runtergekommen. Wie haben die das gemacht? Mhm. Einmal probier es noch. Einmal noch, Leute. Einmal noch. Aus einmal wurden fünf. Nur kurz. Nur kurz gucken. Das war blöd. Ich tu mir leid. Ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll. Ich würde so gerne da hoch. Da ist bestimmt voll die coolen Sachen. Ich will da hoch.
Ah. Kein Kommentar, bitte. Bitte sagt nichts. Ich habe den großen roten Knopf nicht gesehen. Gar nicht peinlich oder so. Nein, überhaupt nicht. Ist das blöd. Ich will nichts hören. Nichts. Oh, da ist Mini. Ich will nichts davon hören. Automatik. Ach, Dogmeat. Okay. Ein Safe-Schlüssel. Wo ist denn der Safe? Dogmeat, immer. Grognak! Ausgezeichnet. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampf dauert 5% mehr Schaden. Nehmen. Jared's Terminal, okay. Aha. Oh. Meins. Mit Taschen. Oh, das nehme ich. Gekocht. Lederrüstung. Nehme ich auch mal mit. Ja, komm, nehmen wir mit. Einmal Strohkissen. Was für gruselige Augen hast du denn bekommen? Hat dir die mal rausgebrannt? Ich bin ein Zombie, aber. Wo sind deine Augen hin? Oh, Eid. Ist denn da eine Fliege? Aber das ist voll praktisch, das machen Hunde wirklich. Fliegen und Bienen und... Da liegt ein Kopf. Wo ist denn der Safe? War das der Safe? Wartet mal eins kurz. Wo ist denn hier Grognak? Okay. Ich will nicht speichern, ich will... Ah, nee. Wie geht denn das nochmal? Wie kann ich denn leveln? Gameplay? Hä? Warte mal, das kann ich bestimmt im Pip-Boy sehen. Keine Panik, Leute. Warte mal, irgendwas habe ich da noch mitgenommen. Hier, den Safe-Schlüssel. Ja, wo ist der verkackte Safe? Wartet, ich bin gleich soweit. Wie kann ich denn leveln? Level up T. T. Na super. Kampfhund. Dein treuer Hundefreund kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance im Watz erhältst. Das ist ja geil. Was kann ich denn alles nehmen und was kann ich nicht machen? Wahrscheinlich die... Achso, die ausgegraut sind, die kann ich nicht machen. Gut, ich verstehe. Hier unten... Ja, natürlich noch gar nichts. Was ist das hier? Refraktor. Du reflektierst ja wie ein Spiegel. Du erhältst sofort 10 Energieresistenz. Nö. Du hast eine Kreatur der Nacht zwischen 18 und erhältst du Intelligenz und Wahrnehmung. Nö. Action Girl. Du hast keine Zeit zu verlieren. Deine Aktionspunkte regenerieren sich um 25% schneller. Okay, das finde ich ganz cool. Sparen, dann hast du in der Not. Verwertest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Aha. Abrissexperte, mehr Wumms, mehr Spaß. Deine Sprengstoffe verursachen. Na, Sprengstoffe ist nicht meins. Das ist auch nicht meins. Schmied. Wirf die Schmiede an und erhalte Zugang zu Standard- und Rang 1-Modus für Nahkampfwaffen. Schlosskacker. Nee. Hacker? Nee. Was ist das hier? Sandmann? Du vertrittst den Tod höchstpersönlich und kannst schlafende Personen auf der Stelle töten. Deine schallgedämpften Waffen richten 25% mehr Schaden an. Blutiger Tod. Bonusschirm lässt Feinde gegen zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfeln. Ja, das ist immer ganz lustig. Blutiger Tod. Schleichen. Ja, ist ja auch logisch. Was ist das hier? Einsamer. Oh, wer braucht schon Freunde, wenn du ohne Begleiter unterwegs bist? Ja, das macht ja keinen Sinn. Aufmerksamkeit kenne die Schwachpunkte deiner Pfeile, um sie zu besiegen. Du kannst dir die Schadensresistenz eines Ziels im Watz ansehen. Ha. Schützt dich vor den Gefahren des Ödlers mit Zugang zu Standard. Und das hatten wir schon. Schnorrer.
Nimm mal blutiger Tod. Das ist lustig. Außerdem steht ja irgendwas von Bonusschaden, also. Ja. Warum bin ich so schwer? Ich komme immer noch nicht so ganz mit dem Menü hier klar. Das ist mir immer noch ein bisschen zu viel des Guten. Wo ist der Warum bin ich nur so langsam? Ich habe doch gar nicht so viel Gewicht. Ich habe 233 und 250. Ist das normal, dass man so langsam geht? Habe ich irgendwas umgeschaltet? Ja, habe ich. Warte mal, wir gehen jetzt hier mal an Jades Terminal und gucken uns das mal ganz genau an. Sich niedergelassen. Scheinwerfersteuerung, Turmsteuerung? Standardisierte Turmsteuerungsfirmware, bla bla. Bitte an Sie vorsichtig. Gehen Sie stets davon auf, dass Türme geladen sind und scharfe Munition zu erschießen. Ja, gut. Systemdiagnose. Zwei sind noch verbunden. Okay, offline, offline. Ja, ja, verstehe schon. Sie ist hier. Wer ist hier? Scheinwerfersteuerung? Was ist das denn? Standardisierte Scheinwerfer. Drei Heiden, Licht einschalten. Systemdiagnose. Offline. Ja, die habe ich auch alle kaputt gemacht. Sich niederlassen? Guck mal wieder. Ey, sag mal. Spiel! Ich hab da oben. Sich niederlassen. Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Grizzle entweder die letzten Kuhle erlegt haben oder gerade jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Arbeit machen. Okay. Da bin ich aber beruhigt, überfragt. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los. Eine Vision nach der anderen und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen. Als sie mein Schicksal sah, Kind, du wirst ein Monster werden, stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden. Niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Herr Studio Bahnhof. Ich glaube, ihr auch, ne? Subjekte. Es sind nicht die Chems. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünsche, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch kein Erfolg, aber das Gerücht über kostenlose Chems hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. I'm in charge. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho neue Vision bei ihr. Haha. Ist das nicht die alte Oma da? Die hat auch Vision. Sie ist hier. Grizzle sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboyhut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechlich alte Frau, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Grizzle losgeschickt, damit sie sich schnappt. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich. Schließlich hat sie das alles kommen sehen. Ja, gut, haben wir alles. Haben wir, Jade. Ich will jetzt den Safe haben. Wo ist der Safe? Safe! Safe. Wir sind alle safe. Wir sind so safe. Coca-Cola. Was habe ich denn da genommen? Ich habe irgendwas genommen. Ja, einfach mal mitnehmen. Die Geschütztürme sind, glaube ich, sehr wertvoll. Na komm, Dogmeat. Ich weiß nicht, wo der Safe ist. Sieht auch nicht so aus, als wäre der hier. Dann lass uns gehen. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Ah! Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Komm in Wels. Der Wels lebt im Teich. Ja, aktivieren, Kette. Ich bin da. Ach, hier sind wir.
Leute hier sind wir. Es ist alles in Ordnung. Wir können nach Hause gehen. Aber bevor wir nach Hause gehen, machen wir jetzt erstmal einen Cut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye.